Wir bleiben noch bei der FPÖ und werfen einen Blick auf diese turbulenten 2 Jahre, in denen zuerst Ibiza und dann Corona keinen Stein auf dem anderen gelassen haben. In diesen 2 Jahren war Norbert Hofer Parteichef der Freiheitlichen. Zum Schluss hat er sich immer wieder offene Konflikte mit dem eigenen Club geliefert und diese verloren. Ulla Kramer-Schmidt und Regina Pöll zeigen, wie es dazu gekommen ist. Die Spannungen sind zuletzt nicht mehr zu übersehen. Hier der Clubobmann samt Mandatar maskenfrei. Dort der Parteichef und 3. Nationalratspräsident mit Maske und einem Appell, der den FPÖ-Club in Rausch versetzt. Wer nicht Maske trage, würde sich selbst überhöhen. Danach nehmen die Sticheleien weiter zu. Man kann natürlich auch versuchen, einen überparteilichen Nationalratswahlkampf zu machen. Ich glaube aber, das ist wieder besser für die Bundespräsidentenwahl geeignet. Norbert Hofer, der auf Reha ist, lässt über den Boulevard ausrichten, wenn die Katze aus dem Haus sei, hätten die Mäuse Kirtag. Darauf wieder Herbert Kickl. Wenn ich an Katzen und Mäuse denke, dann fällt mir immer Tom und Jerry ein. Und ganz ehrlich gesagt, das ist für die Katze wenig schmeichelhaft. Hinter all dem schwelt schon lange ein Richtungsstreit. Opposition pur, dafür steht Kickl. Der ÖVP die Stirn bieten, die steigende Zahl der Corona-Verdrossenen einsammeln. Wir alle haben ein intaktes Immunsystem. Wieder regierungsfähig werden, dafür steht Hofer und hinter ihm auch der eine oder andere Landespolitiker, der regierungsfähig bleiben will. Wie etwa Oberösterreichs Manfred Heimbuchner, der im Herbst Wahlen zu schlagen hat. Ich habe immer gesagt, und das gilt auch für meine Landesgruppe, dieses Virus ist gefährlich. Es ist kein neuer Konflikt. Schon während der Regierungsbeteiligung von 2017 bis 2019 murren FPÖ-Funktionäre über die Abgehobenheit und Angepasstheit ihrer Minister. Hofer war mitgemeint. Kickl hingegen hat mit seiner Angriffslust immer eher die Stimmung an der Basis getroffen. Dennoch, nach dem Ibiza-Desaster ist es der im Ton verbindlichere Hofer, der die FPÖ in die Opposition führt. Eigentlich folgerichtig. Hofer war immer schon ein Spitzenrepräsentant der FPÖ. Zum 3. Präsidenten des Nationalrates gewählt. 3. Nationalratspräsident, Hofburg-Kandidat, Verkehrsminister, zuletzt eben Bundesparteiobmann. Doch die unterschiedlichen Lager in der Partei konnte er nicht einen. Corona hat den Spalt nur noch vertieft.